Ja, die Ossi ist glücklich, ja. Und wer muss vor zum Zahlen gehen? Der begossene Pudel, und das bin in dem Fall ich. Geh, Ossi? So, wir stehen jetzt hier in Sasbachwalden. Das ist im Schwarzwald und eigentlich ein sehr schöner Stellplatz. Da zeige ich, drehen wir mal rum. Ja. Alles leer, wie wir hergekommen sind, waren wir die Einzigen. Heute Nacht waren wir dann zu fünf. Also wird auch gerne als Zwischenstation genutzt von anderen Wohnmobilisten. Und in ganz Baden-Württemberg ist es noch gestern relativ trocken gewesen. Hier hat es geregnet. Und so wie die Aussichten sind, regnet es heute auch den ganzen Tag. Normal würden wir jetzt sagen, lass uns da einfach weiterfahren. Aber heute ist eine andere Situation, weil wir treffen uns nämlich heute mit Freunden. Und da ist das Weingut, das heißt Altegott. Das liegt direkt am Stellplatz mit dem Hotel Engel. Und da findet eine kulinarische Weinprobe statt, zu der wir uns mit Freunden eben verabredet haben, daran teilzunehmen. Dass das Wetter so wird, wie es ist, konnte man nicht wissen, weil das Ganze ist schon an Weihnachten rum beschlossen worden. Ja, und jetzt machen wir halt das Beste draus. Als erstes zeigen wir mal den Platz, damit wir wieder legal dastehen. Also der Platz kostet für den Tag 12 Euro. Und es ist ein sehr moderner ausgestatteter Platz. Man sieht hier Versorgungsanlage, alles einmal frei, sehr schön. Und dann am Rande vom Hochschwarzwald, also auch für Ausflugsziele geeignet. Ein Toilettenhäuschen ist sogar da. Und dann Erklärungen, was man alles unternehmen kann. Wasser gibt's und natürlich auch einen Automat. Dann hier, das müsste wohl das Weingut sein, weil da lauter Autos von Altegott stehen. Und hier haben wir alles Mögliche an Mülleimer. Also ich würde sagen, ein sehr gut ausgestatteter Stellplatz. Allerdings bei dem Wetter nicht so empfehlenswert wie kein Stellplatz. Aber wir halten es heute trotzdem sehr gut aus da. Ursula! Musst du mich so erschrecken, wenn ich hier gerade am Aufräumen bin? Und du weißt, wenn der Staubsauger läuft, höre ich nichts mehr. So viel, dass sauber ist, wenn ich jetzt da wieder reingehe. Ja, genau, damit wieder neu Dreck gemacht werden kann. Genau! Und der Regen ist unser ständiger Begleiter. Ja, heute regnet es ganz arg, ja. Waren wir schon länger nicht mehr draußen im Regen spazieren. Also hier könnte man wunderbare Touren unternehmen, aber da haben wir jetzt heute keine Lust, gell? Also, und nee, da, nee. Und da kommt der Wein her, den wir heute Abend verkosten. Wenigstens ein Highlight und ein Schlemmermenü oder sowas, gell? Genau, ja. Wir werden sehen. Zum Wohl, Kamera. Sie sieht immer so nah auf uns auf.
Bitte, wo bin ich so breit? Ja. Schöner Abend, super. Jetzt hat es ein bisschen länger gedauert, aber wir haben ja nur gewartet, bis der Schnee kommt. Ja, Frühling angekommen, im Winter aufgehört. Jawohl. Und den Schnee zeigen wir euch gleich. Wann ist denn heute schon Weihnachten? Ist klar. Hast du mir schon ein Geschenk? Es ist Weihnachten. Junge, er hört es auf. Meine Güte, du. Also passt mal auf, bitte, wenn du einlaufen. Gell? Also, was haben wir heute? 9. April? Ne, 8. April. Ne, 9. April. Ja, 9. April. 9. April. Schneegestöber in Sassbach-Walden. Ja, 2022. 2022, 9. April. Richtig. Schnee in Sassbach-Walden. Am Fuße des Schwarzwalds. Ja, und jetzt geht's das Berg hoch da. Ja, klar. Machen aber wir schön alles. Ist da. Ja. Einmal um. Ja, mach dich still. Zu wenig Zielwasser trinken. Bewusst gemacht. So, wir gehen in unser warmen Gustl. Jawohl. Macht's gut miteinander. Ja. Wir sehen uns. Wir sehen uns. So, und der einsame Wohnmobilstellplatz, wo wir ganz alleine angekommen sind, ist auf einmal weit belegt. Und jetzt schauen wir, wie unser Gustl ausschaut, was hier, oder? Ja, voll Schnee. So, die Nacht war kurz, aber notwendig. Und jetzt gehen wir zum Frühstücken und dann schauen wir, dass wir noch euch was zum Ort sagen können. Ja, und der ganze Schnee, oder was heißt der ganze Schnee, ein Großteil ist schon wieder weg. Also das war jetzt richtig toll, heute Nacht im Schnee heimzulaufen. Ja. So, also wenn jemand eine Reise tut, dann kann er auch was erzählen. Und wir erzählen euch jetzt auch was. Ja. Wir waren nämlich bei der Winzergenossenschaft und die Winzervereinigung, oder das heißt hier alles Alte Gott, ja, wie wir euch schon gezeigt haben. Das ist also kein einzelner Winzer, der sich so nennt, sondern das ist die Winzergenossenschaft, und zwar nicht nur von Sassbach-Walden, sondern von 5 oder 6 Ortschaften, also von den Weinbergen hier in der gesamten Region. Ja. Und warum heißt es Alte Gott? Das haben wir jetzt auch recherchiert. Und da gibt es eigentlich eine ganz nette Geschichte dazu. Ja, eine sehr schöne Geschichte. Ja. Ja, also eigentlich eine Geschichte, wie ich sie wieder liebe. Ja, die fängt traurig an und hört glücklich auf. Ja, so soll es ja sein. Genau, also den 30-jährigen Krieg, das habt ihr ja alles noch im Kopf. Ja, das war natürlich eine furchtbare Zeit und die haben hier auch furchtbar gewütet, sodass die meisten Menschen ums Leben gekommen sind. Die Gegend war also ziemlich einsam hier im Schwarzwald. Und dann ist ein Jüngling hier herumstolziert. Er hat den Krieg überlebt, war einsam, hat sich nach einer Frau gesehnt, was man ja verstehen kann. Und auch Menschen wollte er treffen. Und er ist hier, da wo wir jetzt stehen, ist er spazieren gegangen. Und siehe da, er trifft eine junge, hübsche Frau. Und die beiden haben sich dann unterhalten, haben sich gefreut, dass sie noch einen lebenden Menschen finden, haben sich dabei so gut verstanden, dass sie sogar geheiratet haben. Und wie er die Frau gesehen hat, hat er ausgerufen, der alte Gott, der lebt ja noch. Ja? Mhm. Und der alte Gott mit Dora heute, ja, also das ist eine mittelalterliche Sprache, so heißt jetzt dieses Weingebiet hier. Mhm. Ja, aber warum alte Gott? Weil der alte Gott vorm Krieg noch lebt.
Ja, alte Gott, das heißt so viel wie die frei übersetzt die gute alte Zeit. Genau. Und vor dem 30-jährigen Krieg war der Gott einfach noch lieber als wie während dem Krieg. Und er hat sich so darüber gefreut, dass er gesagt hat, der alte Gott lebt. Ja, genau. Obwohl er den ja gar nicht gekannt hat vom Krieg, weil der Krieg ging ja 30 Jahre und der war ein Jüngling, der war jünger. Ja, hat er halt von seiner von den Erzählungen der Vorväter alles die gehört. Die Eltern haben ihm erzählt, wie gut der alte Gott ist. Und dann hat er gesagt, der alte Gott, den meine Eltern mir erzählt haben, der lebt noch. Ist es so, Ossi? Ja, vermutlich, ja. Also, genau zu recherchieren, das ist uns leider nicht mehr möglich. Wir haben keinen Überlebenden mehr gefunden, sonst hätten wir es euch genau gesagt. Ja, aber eine sehr schöne Geschichte. Absolut. Bin ganz begeistert. Ja. Und weil wir so begeistert sind, fahren wir jetzt weiter. Ja, es geht genau, weiter. Und ihr dürft mitkommen natürlich. Es geht Richtung Hessen. Ja, freue mich schon. Ich freue mich schon. Wir haben, glaube ich, eine schöne Radtour rausgesucht, meine ich. Die Ursi hat es rausgesucht auf Komoot, 30 Kilometer. Dann schauen wir nochmal, ob es was bringt. Ja, los geht's. Also es zeichnen sich schon zwei Probleme ab. Es ging jetzt nämlich lange, lange bergab. Das müssen wir alles wieder bergauf fahren. Das hab ich mir auch gedacht beim Runterfahren, ja. War ein Gedanke, ja. Und das nächste Problem ist, wenn die Ursi das nächste Mal zu mir sagt, willst du Handschuhe mitnehmen, dann sage ich nie mehr nein, dann sage ich ja, 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 ja. Das ist der Fahrer, verdammt, kleine meine Finger schauen schon ziemlich aus. Ja, jetzt muss ich durch, ja. Aber das ist schon öfters passiert, dass du keine Handschuhe mitnehmen wolltest, obwohl ich es gesagt habe, gell? Ja. Das sind halt die Männer. Hör nicht auf die Frauen. Ja, aber ich habe sie jetzt nämlich wirklich auch an. In der Sonne wunderbar warm. Sobald die Sonne weg ist, gibt es auch ein paar kalte Ohren. Und ja, und der Fahrradwind, der Rad, für mich der Fahrwind, der ist doch ganz schön frisch. Aber, haha, tada. Also eine schöne Gegend und die Skyline von Frankfurt sieht man auch hier. Ich weiß nicht, ob ich es euch jetzt zeigen kann. Mein Hessen. Da haben wir schon wieder einen Wegpunkt
Und da sieht man auch, wie der Verlauf ist. Da wir fahren noch ein ganzes Stück runter. Es wird noch heiter, der Aufstieg. So, da ist die Ossi. Meine warmen Finger, mittlerweile in der Sonne gewärmt. Ja, wer nicht hören will, muss fühlen. Oder wie heißt das? Das gefällt dir dann immer. Ja? Und da ist Frankfurt. Nicht schlecht, die Tour. Josi? Ja, jetzt sind wir aber auch schon mehrmals über die Autobahn drüber gefahren, gell? Ja, naja, also, um Frankfurt rum ist ja alles Autobahn, oder? Aber schon mal interessant. Eine ganz andere Strecke wie sonst. Ja. Ja, jetzt haben wir nicht gelernt. Man hört auf die Frau hin. Hören Sie? Der hat es auch noch nicht gelernt, dass man auf die Frau hin hört. Ist immer besser. Also immer wieder was Überraschendes, ja? Ja, jetzt sind wir am Flughafen Frankfurt. Alter Flugplatz stand da. Ich hätte mir den größer vorgestellt. Ein Spinner ist das, ja? Aber. Interessant, ja? Ja. Oh, die Sonne kommt wieder, wird's wieder. Rein. Wo? Ich sehe nichts. Ist alles das? Ja, aber man hört sie nur. Ich sehe nichts, ist alles bewölkt. Ja, alles auf der Landebahn. Und dann kommt noch eine Überraschung dazu. Ich habe mir gedacht, der Hölderlin, das war ein, der war in Weimar und der war in Laufen am Neckar. Ja, und es gibt hier einen Hölderlin-Pfad. Ja, vielleicht ist er hier mal Lust gewandelt. Damals gab es ja auch noch keinen Flughafen. Ja, so ist es. Also. Man findet immer wieder was Neues, wenn man unterwegs ist. Ja, obwohl ich meine, immer wir fahren die falsche Radtour. Ich habe immer das Gefühl, ich hätte was anderes rausgesucht. Aber jetzt fahren wir einfach da mal entlang. Ist auch mal interessant. Ich muss mal ganz klar sagen, also hier wohnen ja sehr viele Menschen im Großraum Frankfurt. Mhm. Aber es gibt hier Fahrradwege ohne Ende. Ja, genau. Und überall sind Wegweiser, die mir null sagen. Ja, doch, Bad Homburg, Frankfurt. Ja, aber da wollen wir jetzt ja nicht unbedingt hin. Da kann man hinfahren, echt super. Aha. Ja. Aha. So, und jetzt geht es dann bergauf. Oh. So, wenn man wo steht, wo alles krumm und schief ist, dann kann es nur vom Hundertwasser sein. Kindergarten vom Hundertwasser. Was sie, hä? Ja? Ja. Ist krass, ist aber schön. Würde mich jetzt interessieren, ob das von innen auch alles krumm und schief ist. Denn dafür ist ja eigentlich der Hundertwasser bekannt, dass er alles so krumme Sache macht. Ja. Bayern in Österreich ist so viel, ich weiß. Ich denke es halt so. Wien ist ja eine Zentrale von ihm, oder? Ja. Mhm. Ja, also so ist es. Das Rätsel bleibt ungelöst. Ist Ihnen alles klar oder ist Ihnen alles schief? Also von außen sieht es auf jeden Fall richtig schön aus und macht den Kindern bestimmt auch toll Spaß. Ja, kommen geradlinige Kinder raus oder werden sie alle verbogen? Fahren wir weiter. Ja, bevor uns sowas blöd sein, fängst du uns an. Ja, genau. So, jetzt sind wir in Oberursel am Marktplatz und langsam fängt es an zu regnen. Hast du einen Osterbrunnen gesehen? Ja, und heute ist ja Palmsonntag, also nächste Woche Ostern. Mal schauen. Und jetzt müssen wir uns beeilen, es tröpfelt nämlich schon. Ja, genau. Also, auf geht's. Alme.
mehr regnet, dann scheint die Sonne. Man könnte gerade meinen, das ist April. So, noch 30 Kilometer haben wir das geschafft. Und sind nicht nass geworden, nur ein ganz minimales Tröpfelle. Mehr Sonne erwischt als Regen ist gekommen. Ja, aber Gott sei Dank, war da ganz schön kalt. Ja, und der Parkplatz hier im Informationszentrum vom Taunus ist rabbelvoll. Also das ist ein wunderschöner Wohnmobil-Stellplatz für Ausflüge. Nicht zum Urlaub machen. Nein, hier gibt es keine Fähren, keine Entsorgung. Ja. Hier gibt es nichts, nur das wollte ich jetzt gerade sagen, wenn noch eine Versorgung da wäre, könnte man da wirklich ein paar Tage aushalten, wenn man wegen Fahrradtouren unternehmen will. Ich lasse morgen nochmal die Drohne drüber fliegen und dann zeige ich euch noch den Platz. So. Okay. Aber der Ausflug war schön. Das hat der Ursi auch gefallen, gell? Ja, aber ich meine immer noch, ich habe einen anderen rausgesucht. Aber ich gucke noch mal nach. Aber war trotzdem sehr schön. 30 Kilometer einfach frei. Jetzt haben wir uns unsere Pause verdient. Ja, gibt's was zu essen? Schauen wir doch mal. Ich weiß nicht, muss man mal fragen, ob der Koch was macht. Ich denke, oder? Aber jetzt räumen wir mal erstmal alles rein und gehen rein und soll ich einen Tee machen? Jawohl. Also, jetzt gehen wir rein, machen den Tee. Sehr gut. Und dann sind wir mal weiter, oder? Genau. Also. So, hier stehen wir in Frankfurt. Bei Frankfurt. In Bad Homburg. In einer Millionen Metropole, oder? Metropole, ja. Und es gibt keine Möglichkeit zum Ver- und Entsorgen. Wir fahren so lange mit dem Wohnmobil herum. Wir waren in so vielen Landstrichen schon in Deutschland, Europa. Sowas ist uns noch nicht passiert. Ja, müssen wir irgendwie mal weitersuchen, oder? Vielleicht finden wir doch noch irgendwo was. Also, wir waren in den tiefsten Winkeln in Deutschland und haben was gefunden und hier ist nichts. Hessen, was macht ihr? Und das Problem ist, wir können nicht viel weiterfahren, weil wir nämlich morgen einen Termin in Bad Homburg haben. Ja, deshalb sind wir ja auch hier. Ja, also es ist dringend angeraten, dass Hessen hier mal was tut, dass hier Wohnmobilisten etwas, wie soll man sagen, willkommener sind. Ja, so ungefähr. Ja. Traurig. Ja. Kein gutes Bild für Hessen. Ah ja, das wird, vielleicht finden wir noch was. Ja, wenn nicht, dann wird es auch kritisch. Also suchen wir jetzt weiter. Ja, nur als kleines Zwischenergebnis. Ja.
Vorfahrt nehmen, schimpfen und dann einfach weiterfahren. Ein Crash hätte uns gerade noch gefehlt. So, jetzt haben wir wenigstens was gefunden, wo wir entsorgen, aber ein schöner Stellplatz war das nicht. Und haben für 27 Liter Wasser 1 Euro gezahlt. Da konnte man klar Wasser da lassen, oder? Kilometerweit sind wir jetzt auch noch gefahren. Ja. Also ist mir schlauer gewesen, die zweite Kassette zu benutzen. Wir haben eine Ersatzkassette dabei, aber wir brauchen ja das Wasser, weil wir duschen wollen und naja. Es ist, wie es ist. Auf jeden Fall fahren wir jetzt zu unserem Stellplatz in Oberursel zurück. Jo. Denn der war sehr okay, oder? Ja, aber der Platz hier wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen. An der Allerdings, Hauptstraße. die Hauptstraße, die fährt hier, geht hier voll vorbei, wäre vielleicht etwas lauter. Ja, und vor allen Dingen, wir haben ja morgen einen Termin Bad in Bad Homburg. Homburg und da ist es ja deutlich weiter hin, also da stehen wir dann schon günstiger da, wo wir gewesen sind. Hören Sie? Ja. Also, so machen wir es. Auf Ja. geht's. Ja. Frisch versorgt und entsorgt. Ja, und an die zweite Kassette haben wir gar nicht gedacht, gell? Doch, ich habe schon dran gedacht, aber Naja, manchmal macht man halt irgendwelche ich Entscheidungen. wollte ja auch Wasser. Mit mir Ruhe dann wieder. Duschen können und ich nicht auf jeden Tropfen aufpassen muss, der Ja, zu eventuell zu viel durch das ist die nämlich bei der Dusche Musik so kommt. eine Sache, ja. Die meint immer, sie ist daheim in ihrem Badezimmer. Meine ich nicht, ich spare ganz viel. Also fahren wir mal durch den schönen Taunus hier. Ja. So, meine Lieben, wir haben wunderschöne Tage hinter uns. Das war richtig toll. Guck mal, oh, hier ist gerade ein Viadukt. Mal schauen, ob man das jetzt gerade sieht. Ich glaub, das ist ein Eisenbahnviadukt. Ja? Sieht so aus. Sieht so aus. Ja, also schöne Tage haben wir hinter uns. Total abwechslungsreich. Ja, und sehr entspannend. Ja, und das ist eigentlich der Vorteil mit dem Womo. Man ist so flexibel. Man kann mehrere Termine in total verschiedene Gegenden verbringe. Zuerst waren wir ja im Schwarzwald, lausig kalt, also muss man schon sagen, gab ja sogar Schnee. Dann sind wir weitergefahren Richtung Bad Homburg, weil da hatten wir einen Termin. Aber da wir ein bisschen zu früh dran waren, haben wir natürlich Station noch gemacht in Oberursel. Genau. Da gab es einen Stellplatz, allerdings ohne Versorgung, ohne alles. Wunderschöne Gegend für Radausflüge, habe ich ja gesagt. Ja, und zum Wandern wäre es auch toll, ist ja direkt am Taunus. Wenn man kein Knie hat. Ja, und dann sind wir eben noch weitergefahren nach Bad Homburg. Leider konnten wir in Bad Homburg nirgends einen offiziellen Stellplatz oder Campingplatz, gell? Also Stellplatz, ja. Stellplatz, ja, konnte man nirgends finden. Wir haben mehrere Apps durchsucht. Es gibt einen Bauernhof, muss ich sagen, aber da muss man sich telefonisch anmelden und da war niemand erreichbar. Ja, und als dann der Bauernhof sich zurückgemeldet hat, haben wir schon ein anderes Plätzchen gefunden. Wir wurden sozusagen gezwungen, frei zu stehen. Ja, in Bad Homburg haben wir dann einen schönen Platz am Waldrand gefunden und da Ja. waren wir auch sehr ruhig gestanden. Ja, total ruhig. War eigentlich sehr schön, aber halt natürlich nichts Offizielles. Und was wir jetzt so von Bad Homburg gesehen haben, ist es eigentlich ein nettes Städtchen, was durchaus sich lohnen würde, sich mal genauer anzuschauen. Genau. Aber da wir jetzt zeitlich nicht mehr dazu kamen, weil Ostern steht vor der Tür und unsere Enkel kommen, worüber wir uns natürlich richtig freuen. Deshalb sind wir jetzt auf der Heimfahrt
Und ich glaube, dann können wir uns jetzt verabschieden, oder? Ja, also mit Entsorgungsmöglichkeiten, ja, das sollte also nördlich von Frankfurt noch ein bisschen nachbessern. Wir mussten von Oberursel dann so 20 Kilometer fahren, bis wir was gefunden haben, wo wir entsorgen können. Also man hätte sich auch noch anders Mühe geben können, aber das lag nahe. Also da muss ich sagen, das ist schon ein bisschen vernachlässigt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben eine Möglichkeit gefunden und freistehen kann man eigentlich überall, das hat sich wieder herausgestellt. Ja, eben. Und somit sagen wir jetzt einfach tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal und ach ja, schöne Ostern. Frohe Ostern. Tschüss. Tschüss.